Herzlich willkommen zum ersten Rotkreuz Online Talk. Heute live aus der Bildungsstätte des BRK Bezirksverbandes Schwaben in Schwabmünchen. Unser Thema heute: Konflikt in der Ukraine, Auftrag und Einsatz für das Rote Kreuz, international, national und regional. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Gesprächsrunde darf ich kurz vorstellen. Zunächst Angelika Schorer, die heute hier als erste Vorsitzende des BRK-Bezirksverbandes Schwaben sitzt und auch Präsidentin des Bayerischen Roten Kreuzes seit Dezember letzten Jahres ist. Herzlich willkommen. Dr. Johannes Richert, bis 2021 war er stellvertretender Generalsekretär des Deutschen Roten Kreuzes und auch lange Jahre Leiter der Auslandsabteilung. Vielen Dank, dass Sie heute zu uns gekommen sind. Herzlich willkommen, Herr Dr. Richert. Er ist Experte zu Mandat und Auftrag des Internationalen Roten Kreuzes und dem Bezirksverband Schwaben auch aus früheren Zeiten sehr verbunden. Des Weiteren, ganz außen, Dr. Erwin Lohner, Regierungspräsident von Schwaben. Er hat die Koordination, den behördlichen Auftrag der Koordination, Registrierung und vieles darum der ankommenden Geflüchteten mit in seinem Aufgabenbereich. Und gleich neben mir Dr. Michael Stemmler, Vorsitzender des Bezirksausschusses der Bereitschaften in Schwaben, der natürlich mit dem Einsatzgeschehen hier in der Region sehr nahe dran ist und auch selber in den Einsatz geht. Fragen können Sie gerne über die YouTube-Chat-Funktion stellen. Wir werden dann versuchen, diese später einzubauen, sofern sie nicht schon im Live-Chat, im Livestream beantwortet wurden. Am Chat sitzen hier außen der Robert Augustin, der Bezirksgeschäftsführer, und Werner Hoffmann, der Leiter der Bildungsstätte Schwaben. Der Online-Talk wird auch aufgezeichnet und ist dann weiterhin über den YouTube-Kanal Bayerisches Rotes Kreuz abrufbar. Seit 24. Februar 2022 finden Kampfhandlungen in der Ukraine statt. Dazu Angelika Schorer in einer Pressemeldung des BRK Anfang März 2022. Wir werden und wollen den Menschen die Hilfe geben, die sie benötigen, ganz wie es der Begründer der Rotkreuzbewegung Henri Dunant lebte: helfen nach dem Maß der Not. In diesen bedrückenden Zeiten stimmt es hoffnungsfroh zu sehen, wie solidarisch die gesamte Gesellschaft zusammensteht, Mitmenschlichkeit und Hilfsbereitschaft zeigt. Angelika Schorer, als Präsidentin des Bayerischen Roten Kreuzes, bist du von Beginn des Konfliktes an mitgefordert und auch in engem Kontakt mit dem DRK. Wie stellt sich die Situation dar? Zunächst an alle Zuschauerinnen und Zuschauer ein herzliches Grüß Gott natürlich auch von meiner Seite. Und wir sehen schon, dass wir zu viele Zuschauer haben, und das tut auch gut, dass das Interesse nicht nur so groß ist, sondern dass die Hilfsbereitschaft so groß ist. Hilfe nach dem Maß der Not, das hat in unserem Verband eine große Bedeutung. Wir haben das zu Beginn von einer Krise in die andere, wir sind krisenerprobt, haben wir das erfahren. Gleich zu Beginn sind unsere Einsatzkräfte am 10. März diesen Jahres schon in Einsatz gegangen. Wir haben in drei Bereichen Einsatzkräfte, Ehren- und Hauptamtliche, dann, die hier aktiv sind. Zunächst in der medizinischen Unterstützung in Moldawien und im Osten der Ukraine. Die Zugbegleitungen in Deutschland begleiten nicht nur bayerische Kräfte, sondern ausschließlich bayerische Kräfte im Moment. Und auch die Logistiktransporte, wo wir hier ein Drehkreuz in Polen geschaffen haben. Und das hat gut getan, dass wir bereits am 10. März so viele Ehrenamtliche, nicht nur die bereit waren, hier Hilfe zu leisten, sondern dass über lange Zeit dann jetzt auch ihren Dienst hier in der Ukraine und in den Anrainerstaaten auch geleistet haben. Wenn ich das insgesamt sehe für unser Bayerisches Rotes Kreuz, dann muss ich einfach noch einmal nicht nur mit Stolz alleine, sondern auch ein Dankeschön sagen, dass wir nicht nur gut ausgebildete Kräfte haben,
sondern dass sie auch in dieser schwierigen Zeit bereitstehen und Hilfestellung auch leisten. Und wenn ich insgesamt da schaue, die Bevölkerung hat eine große und riesige Hilfsbereitschaft insgesamt. Und das heißt auch, unsere, und es wird Michael Stemmler nachher auch noch darauf eingehen, wir haben 150 Unterkünfte, die vom Bayerischen Roten Kreuz in Bayern betreut werden. Und auch vom ersten Tag an, dass wir hier Hilfeleistung machen konnten, dass wir das ausgerüstet haben, dass wir Material hatten. Und jetzt bin ich auch noch mit stolz in Schwaben, dass wir sofort, und das wird der Michael Stemmler dann noch ausführen, dass wir auch Verlegungsfahrten hatten vom Flughafen in Memmingen. Und es zeigt schon, wir stehen zusammen, nicht nur, weil wir krisenerprobt sind, sondern wir ein Idealverband sind, den man sich nicht nur wünschen kann, sondern dafür ein Dankeschön. Und ich bin froh, dass ich Ihre Aufgabe übernehmen darf. Danke an Angelika Schworer für die bayerischen Fakten und Informationen. Direkt in die Region nach Schwaben schauen wir etwas später. Zunächst werfen wir den Blick auf die Arbeit des Internationalen Roten Kreuzes, auf das Mandat und den Auftrag. Dr. Johannes Richard, bis 2021, ich habe es vorhin schon erwähnt, waren Sie stellvertretender Generalsekretär des DRK und auch Leiter der Auslandsabteilung des DRK. Das IKRK schützt und hilft Menschen, die von bewaffneten Konflikten betroffen sind, und setzt sich für die Einhaltung des humanitären Völkerrechts ein. So steht es auf der Internetseite des IKRK. In einem bewaffneten Konflikt ist das IKRK, das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, die aktive und koordinierende Einrichtung. Können Sie schildern, wie das IKRK vorgeht bzw. vorgehen darf, wenn ein bewaffneter Konflikt beginnt? Welche Mechanismen laufen hier ab? Ja, vielen Dank für die Frage. Das IKRK ist mandatiert vom Völkerrecht, das heißt von der Staatengemeinschaft, um genau in Konflikten, ob das jetzt wie in der Ukraine ein internationaler Konflikt ist, wo zwei Staaten miteinander im Krieg sind, oder ein interner Konflikt ist, wo innerhalb eines Staates, das hat man ja vorher in der Ukraine, Krieg geführt wird. Es ist mandatiert, hier Hilfe für die betroffene Bevölkerung anzubieten und Hilfe zu leisten. Wie geschieht das? Wir haben ja als Rotes Kreuz keine Gewalt, um unsere Hilfe reinzutragen. Also brauchen wir die Bereitschaft der Konfliktparteien, die Hilfe des Roten Kreuzes zuzulassen. Wie wird diese Bereitschaft aufgebaut? Einmal durch Vertrauen und Transparenz. Ein vertraulicher Dialog mit allen Konfliktparteien, schon im Vorfeld von Konflikten, ist das A und O, um später Zugang zu den Betroffenen in Konflikten für das IKRK zu bekommen. Seit 2014 ist das IKRK bereits mit einer Delegation in Kiew, in der Ukraine, und schon seit Anfang der 90er des letzten Jahrhunderts mit Moskau in einer Delegation, dass mit allen Seiten eines Konfliktes Dialog besteht, Gespräche geführt müssen, um den Zugang zu schaffen, um die Sicherheit auch des Einsatzes zu gewährleisten, das ist im Prinzip die Voraussetzung. Zugang, Vertrauen auch, weil wir unsere Grundsätze kennen, nämlich Neutralität und Unparteilichkeit. Das heißt, es wird das IKRK und auch die gesamte Rotkreuzwelt nicht Stellung nehmen, wer in diesem Krieg Recht hat oder Unrecht. Wir werden lediglich sagen, wo es Opfer gibt und fordern, zu den Opfern Zugang zu bekommen. Und das IKRK tut es im vertraulichen Dialog mit allen Seiten. Die Unruhe, die teilweise entstand, weil Präsident Maurer im März auch mit der russischen Seite sprach, ist eigentlich für den Rotkreuzler unverständlich. Denn es ist das Natürlichste der Welt, dass das IKRK, das ja keine Schuld zuweist, mit allen Konfliktparteien im Dialog steht. Und das funktioniert auch in vielen Fällen, in einigen anderen Fällen nicht. Es ist immer ein hartes Ringen. Aber uns muss auch klar sein, das IKRK koordiniert den gesamten Rotkreuz-Einsatz, der in einem Konflikt vorherrscht. Und deswegen
muss auch die Sicherheit gewährleistet sein. Und Sicherheit ohne Waffen schaffen wir nur durch Vertrauen und Dialog. Vielen Dank für die ausführliche Antwort. Es war ja zu Beginn des Konfliktes auch medial sehr schnell präsent, dass es Leid gibt in der Ukraine direkt und auch an den anderen Landesgrenzen. Warum darf denn das Rote Kreuz nicht einfach losfahren mit gepackten LKWs und helfen nach dem Maß der Not, so wie es in jedem Rotkreuzler drinsteckt und wie er einfach ja, gewachsen ist und dass er einfach helfen will? Warum geht das nicht so einfach? Warum muss man da erstmal warten und die Füße stillhalten? Das Rote Kreuz ist keine einfache Charity, die irgendwas Gutes tut, sondern in solchen Situationen Völkerrechtssubjekt. Da gibt es exakte Spielregeln, die eingehalten werden müssen. Zunächst mal muss die nationale Gesellschaft bereit sein, die Hilfe aus der Rotkreuzwelt anzunehmen. Und für uns als deutsches Rotes Kreuz ist zunächst mal ausschlaggebend, wo sieht das ukrainische Rote Kreuz den größten Bedarf und wo muss die Hilfe hingehen. Und das geht von der internationalen Satzung, die auch fürs DRK gilt, nur von Headquarters zu Headquarters. Ein Hilfeaufruf irgendeiner Branche, eines Landes- oder Kreisverbands, irgendwohin in die Welt, ist deswegen irrelevant, weil der Überblick in der Zentrale da sein muss. Denn ohne diesen Überblick in der Zentrale kann auch das IKRK den Gesamteinsatz nicht koordinieren. Und damit die Einsätze sicher laufen, müssen auch Agreements stattfinden. Das IKRK braucht Status Agreements mit dem Staat oder den Staaten, die in einem Konflikt betroffen sind. Und es müssen die einzelnen Hilfsmaßnahmen transparent abgesprochen werden und Zustimmung der Konfliktparteien finden. Das mag jetzt alles kompliziert klingen, aber auf Dauer ist es oft das einzige System, das Zugang zu Opfern bekommt, wo andere Organisationen eben nicht mehr sicher hin können. Und deswegen sollten wir uns strikt an die internen Abläufe, die übrigens die Staatengemeinschaft uns vorgeschrieben hat, halten. Ja, das bezieht sich ja auch auf Äußerungen, die Rotkreuzlerinnen und Rotkreuzler nach draußen geben. Das Rote Kreuz hält sich ja international und national mit öffentlichen Äußerungen, Sie haben es vorhin schon angesprochen, Herr Dr. Richard, sehr zurück und ergreift ja auch in keinem Fall Partei. Dafür stehen ja auch unsere Grundsätze. Nur so können wir ja auch, wie Sie gesagt haben, die Hilfestellung gewährleisten und dürfen dahin, wo wir helfen wollen. Auch Einsatzkräfte sind angehalten, sich nicht öffentlich zu äußern. Das ist ja oft sehr schwierig. Wieso müssen wir uns denn so sehr zurückhalten und dürfen nicht einmal über die sozialen Medien aus dem Einsatz berichten? Das Erste, was im Krieg, und das ist weltweit so und bei jedem internationalen Konflikt verloren geht, ist die Wahrheit. Und die Wahrheit geht auf allen Seiten verloren. Und es wird sehr gerne von jeder Kriegspartei und Konfliktpartei jedes Statement des Roten Kreuzes zum Anlass genommen, ein Stückchen Wahrheit in Halbwahrheiten zu verfälschen. Und aus diesem Grund ist das Beste, wir lassen offizielle Statements nur von den zuständigen Stellen im IKRK und an mandatierten Stellen in nationalen Gesellschaften nach außen dringen. Alles andere, und wir sehen es an diesem Shitstorm, den selbst das IKRK erleiden musste mit dem Besuch Maurers in Moskau, alles andere wird agitativ und propagandamäßig von einer oder der anderen Seite missbraucht. Können Sie auch etwas dazu sagen, wie viele Personen, Rotkreuz-Mitarbeiter, Delegierte aktuell in der Ukraine im Einsatz sind? Ist die Zahl gestiegen seit Beginn des Konfliktes? Ich denke ja. Und wie ist es auch, ja, die Delegierten sind dann zuständig für die Einsatzleitungen oder wie darf man sich das im Einsatz dann vor Ort vorstellen? Das IKRK hat derzeit über 600 Delegierte im Einsatz in der Ukraine.
Die Föderation steigert gerade die Zahl. Aber eins ist mir wichtig, den größten Part der Hilfe leisten nicht die Externen, die koordinieren, sondern den größten Part leistet die nationale Gesellschaft, hier das ukrainische Rote Kreuz. Und was mir meine Kollegen erzählten ist, die haben im Konflikt jetzt einen Zulauf an Ehrenamtlichen. Wir haben denselben Erfahrung mit dem syrisch-arabischen Roten Halbmond machen können. Im Konflikt beweist sich, wie wichtig das Rote Kreuz ist. Und das überzeugt dann auch die Jugend in den Ländern. Das ukrainische Rote Kreuz hat mehr Helfer denn je zuvor und leistet fantastische Arbeit als Beauftragter des IKRK, als eigener Auxiliar seiner Regierung in der Ukraine, aber auch als Helfer von uns, wenn wir als Deutsches Rotes Kreuz im Bereich Lviv die Koordination betreiben, um dann von dort aus weiter ins Land, abgestimmt mit IKRK und Föderation, Hilfe zu leisten. Vielleicht noch eine Zahl. Allein die Föderation hat im gesamten Umfeld, und da zählt die deutsche Hilfe mit dazu, dieses Konflikts über 1,8 Millionen Kilogramm bereits an Hilfsgütern verteilt. Das ist eine Menge. Und trotz, dass viele glauben, das System Rotes Kreuz läuft langsam an, diese logistischen professionellen Pipelines sind nur möglich, wenn man mit System arbeitet und nicht über Spontanaktionismus geht. Spontanaktionismus heißt auch, dass wir teilweise schon Halten von Hilfsgütern, die nicht angefordert werden, in solchen Ländern sehen, die dann verbrannt werden müssen, weil sie weder verteilt werden können noch gebraucht werden. Also ich glaube, unser System ist neben dem UN-System immer noch das effektivste und effizienteste. Vielen Dank für die Ausführungen. Und ja, es ist bestimmt sehr, sehr schade, wenn LKWs irgendwo stehen. An ganz anderer Stelle wäre es notwendig, dass diese Güter ankommen, aber dort, wo sie stehen, werden sie nicht gebraucht, können sie nicht eingesetzt werden, und drum einfach diese Notwendigkeit einer guten logistischen Koordination. Danke für den Einblick, Herr Dr. Richard, in die Aufgaben des Internationalen Roten Kreuzes als einmalige Organisation mit ganz besonderer Verantwortung und dem äußerst sensiblen Mandat zur Einhaltung des humanitären Völkerrechts. Wenden wir den Blick in unsere Region, nach Schwaben. Was passiert bei uns in Schwaben? Wo ist Hilfe regional notwendig? Herr Dr. Lohner, als Regierungspräsident von Schwaben haben Sie als sogenannte Mittelbehörde, wie man so schön sagt, hier einen Umsetzungsauftrag. Die Herausforderungen für Behörden sind ja bereits seit 2020 durch die Corona-Krise immens groß. Seit Februar 2022 kommt nun noch dazu die Koordination, Registrierung und so weiter der ankommenden Geflüchteten aus der Ukraine. Wie ist die Situation und welche Aufgaben sind hier durch Ihre Behörden zu bewältigen? Ja, vielen Dank für die Frage. Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil eine einzelne Behörde kann diese große Zahl von Flüchtlingen, die zu uns gekommen ist, nicht bewältigen. Das geht nur gemeinschaftlich, und da arbeiten in Schwaben die Kreisverwaltungsbehörden, die Kommunen, aber vor allem auch die ganzen ehrenamtlichen Organisationen hervorragend zusammen. Ich bin da sehr dankbar, dass das so funktioniert. Ich möchte hier an der Stelle auch ausgesprochen, ganz deutlich meinen Dank auch dem Bayerischen Roten Kreuz aussprechen, nur mit der Unterstützung von den Mitarbeiterinnen und von den Ehrenamtlichen im Bayerischen Roten Kreuz, aber auch in den anderen Blaulichtorganisationen, ist es uns gelungen, die Flüchtlinge aus der Ukraine gut aufzunehmen. Eine Behörde allein würde das so nie allein schaffen. Ja, vielen Dank. Haben Sie einen Überblick, wie viele Geflüchtete aus der Ukraine in Schwaben bereits angekommen sind oder wie viele registriert sind? Können Sie da was dazu sagen? Das ist auch diese Frage ist nicht so einfach zu beantworten. Und zwar muss sich ja der geflüchtete Ukrainer nicht registrieren lassen. Er kann einreisen über ein Visum
und beziehungsweise auch visafrei, kann sich 3 Monate hier aufhalten und viele haben das auch am Anfang gar nicht gemacht. Das heißt, die Zahlen sind relativ schwer zu ermitteln. Allerdings können wir, nachdem wir jetzt doch sehr, sehr stark registriert haben in den letzten Monaten, diejenigen, die im Ausländerzentralregister sind, nennen, und das sind derzeit in Bayern insgesamt 140.000 registrierte ukrainische Flüchtlinge und wenn in 122.000 stand gestern, und in Schwaben sind es derzeitiger Stand 14.000 registrierte ukrainische Flüchtlinge. Die Dunkelziffer dürfte allerdings deutlich höher sein, weil viele noch nicht registriert sind. Der Registrierungsvorgang ist nicht ganz einfach. Da muss man sich in ein kompliziertes System registrieren mit Datenerfassung, mit Fingerabdruck und Scan-Funktion, und das ist alles nicht so ganz einfach. Und von daher gehen wir davon aus, dass die Dunkelziffer derjenigen, die bei uns sind und auch sich noch gar nicht registrieren lassen wollten, weil sie davon ausgehen, dass sie bald wieder zurückgehen können, deutlich höher ist. Danke. Jetzt kommen die Geflüchteten ja an, das wird ja auch koordiniert. Die kommen mit Bussen, mit Zügen von der Grenze, von Polen oder auch woanders her, und werden dann quasi in Deutschland in Anführungszeichen verteilt. Das ist die eine Sache, aber es gibt ja natürlich auch Personen, die direkt Bekannte, Freunde haben, wo sie hingehen, und nur ein Teil kommt wahrscheinlich in den Notunterkünften, Erstaufnahmeeinrichtungen an. Aber dort ist es natürlich dann notwendig, diese auch zu versorgen, zum Beispiel in Turnhallen, die von Freiwilligen eingerichtet und betreut werden. Aber was passiert denn dann? Wie lange müssen, können, dürfen die denn dann in diesen Erstunterkünften sein? Und was passiert danach? Wie können die, die keine Verwandten, Freunde, Bekannte haben, dann weiter hier bleiben? Wo können sie leben oder wo wohnen? Ich bin da sehr dankbar, dass die Kreisverwaltungsbehörden und Kommunen sehr, sehr viel Raum geschaffen haben, beziehungsweise auch angemietet haben, um die Notaufnahmen, die zum Teil jetzt noch belegt sind, möglichst schnell leer zu bringen. In der Tat ist es so, dass sehr viele privat untergekommen sind, und in Schwaben sind es, ich habe auch hierzu eine Zahl, wir haben zurzeit in staatlich untergebrachten Plätzen 4.700 Ukrainer. Also 4.700 von denen, die in staatlichen Unterkünften sind. Und wir versuchen natürlich in Zusammenarbeit mit den Kreisverwaltungsbehörden, dass wir solche Situationen wie die Unterbringung in Turnhallen so schnell wie möglich beenden. Im Moment, muss man sagen, ist das Zugangsgeschehen auch deutlich reduziert. Wir stellen fest, es kommen derzeit nicht viele. Wir haben noch das Problem, oder was heißt das Problem, es muss derzeit verteilt werden, weil es nicht ganz gerecht sowohl innerhalb Deutschlands als auch innerhalb Bayerns verteilt ist. Aber die Verteilung ist auch gar nicht so einfach vorzunehmen, weil die ukrainischen Flüchtlinge haben ja keine Verpflichtung, irgendwo hinzugehen. Wenn sie sagen, sie bleiben in der Region, dann können wir sie schlecht woanders hinzwingen. Das geht nicht. Und von daher, es ist schon feststellbar, dass die Ukrainer vor allem dorthin gehen, wo sie ihre Community haben, wo sie sozusagen Sprachmittler auch haben, wo diejenigen sind, die ihnen weiterhelfen können. Das ist im ländlichen Bereich weniger der Fall. Wir stellen das fest, dass das Interesse schon sehr groß ist bei uns in Schwaben, zum Beispiel im Raum Ulm-Neu-Ulm oder im Raum Augsburg zu gehen, so wie es in Oberbayern der Raum Münden ist, der interessant ist. Dadurch kam es natürlich in der Vergangenheit zu solchen Situationen, dass Busse angekündigt waren, und dann kamen diese Busse nicht, oder wenn sie kamen, kamen nur anstatt 50 oder 100 Leuten nur 2 oder 3 Personen. Das haben wir versucht, jetzt etwas in den Griff zu kriegen. Und ich glaube, es ist uns auch ganz gut gelungen, dass diese Situation nicht mehr eintritt, weil es sehr unbefriedigend war, insbesondere für die ehrenamtlichen Helfer, die dann vor Ort da waren, Brote geschmiert haben und die Leute empfangen wollten. Und dann mussten sie eine ganze Nacht warten und dann kam niemand. Also das, glaube ich, dürfen wir so, in Zukunft darf das nicht wieder geschehen. Und wir sind da dabei, das zu verbessern. Ja, danke schön.
Jetzt sind ja bei den Geflüchteten auch viele Kinder mit dabei. Überall wird aktuell auch versucht, wir entnehmen das ja aus den Medien, diese entsprechend zu betreuen, altersgerecht, Kitas, Schulen und so weiter. Welche Aufgaben sind denn hier in Schwaben zu bewältigen? Können Sie da dazu was sagen? Ja, das ist ganz interessant und spannend. Wir haben tatsächlich sehr, sehr viele Kinder, von denen, die jetzt im Ausländerzentralregister in Schwaben registriert sind. Ich sagte ja vorher, es sind ca. 14.000, sind 5.800 Kinder, ich nehme jetzt mal von 0 bis 21 Jahren Jugendliche auch mit dazu. Das heißt, fast mehr als ein Drittel, fast schon die Hälfte, sind Jugendliche und Kinder. Das ist eine Herausforderung, die auf uns zukommt, eine Herausforderung für Kindergärten und für Schulen. Und wir haben jetzt diese Willkommensklassen eingerichtet oder Willkommensgruppen an den Schulen. Das gibt es in Schwaben derzeit 82 Willkommensgruppen. Das ist natürlich erstmal sehr niederschwellig, um ein erstes Angebot zu machen. Wir werden natürlich die Kinder, die jetzt dann hier sind, werden nach 3 Monaten schulpflichtig, müssen dann in die Schulen aufgenommen werden. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass nach den Sommerferien dann die Kinder schulpflichtig sind und hier in die Schule gehen müssen. Und da wird dann die große Herausforderung sein, dass man entweder, wie wir es auch schon hatten, auch schon in der Flüchtlingskrise, Sprachklassen machen oder auch, dass wir einfach Kinder aufnehmen in normale Schulklassen und haben da bisher eigentlich auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Also das ist ganz interessant. Ich habe jetzt gerade von einer Kollegin gehört, deren Sohn war ganz glücklich, dass jetzt 2 ukrainische Kinder in der 2. Klasse aufgenommen worden sind, weil er als Pate sozusagen jetzt sich um dieses ukrainische Mädchen kümmern kann. Und ich glaube, wir müssen solche ganz einfachen schulischen Angebote machen. Und ich glaube, wir haben es hier auch mit Kindern zu tun, die relativ schnell die Sprache erlernen und sich in dem Schulsystem zurechtfinden, sofern sie denn tatsächlich auf Dauer dann bei uns bleiben. Ja, jetzt hätte ich noch die Frage, wie zur aktuellen Situation und zu einer Prognose, soweit es möglich wäre. Sie hatten es vorhin angesprochen, Herr Dr. Lohner, dass es momentan weniger Ankommende sind. Wie schätzen Sie denn die Situation in den nächsten Wochen ein oder ist eine Prognose überhaupt irgendwie möglich? Das ist eine ganz schwierige Frage, die traue ich mir nicht zu beantworten. Eine Prognose kann man nicht machen. Im Moment sieht es tatsächlich, so wie ich sagte, so aus, dass weniger Ukrainer kommen, der Flüchtlingszustrom hat deutlich nachgelassen. Wie das weitergeht, ich glaube, da sitzen wir alle, so wie wir hier sind, können nur in eine Glaskugel schauen. Ich hoffe, dass es sich anders entwickelt und dass sich in der Ukraine möglichst bald ein Frieden einstellen mag, aber das sind alle Spekulationen. Dankeschön. Ja, das hoffen wir wohl alle, dass es möglichst bald einen Frieden geben kann, aber das können wir nicht beeinflussen. Danke, Herr Dr. Lohner, für die Darstellung der Situation und auch die Probleme, die es gibt und die Einschätzung. Vielen Dank dafür. Werfen wir einen Blick nach Schwaben und was hier auch an Einsatzgeschehen da ist. Und am 3. April kamen am Flughafen in Memmingen 23 Waisenkinder mit schwersten Behinderungen an und wurden von schwäbischen Rotkreuzlerinnen und Rotkreuzlern weiter nach Ursberg transportiert und begleitet. Schauen wir uns dazu ein paar Eindrücke an in einem kurzen Film. Wir sind hier am Flughafen in Memmingen und wir erwarten jetzt 23 schwerbehinderte Kinder aus der Ukraine, die in den letzten Tagen mit dem Zug von ihrer zerstörten Behinderteneinrichtung nach Polen gebracht wurden und jetzt mit 2 Flugzeugen auf dem Weg hier nach Memmingen sind. Denn
Ihre Zukunft, Ihre Einrichtung, das Kinderheim der Kinder ist zerstört. Sie werden nicht mit zurück können, zumindest nicht in diese Einrichtung. Und deshalb sind wir wirklich dankbar, dass spontan über 40, ich glaube 46 Einsatzkräfte heute früh bereit waren, hierher zu fahren. Und deswegen bin ich dem Roten Kreuz sehr dankbar, dem Dominikus-Rinn-Eisenwerk, den Schwestern. Es ist ein großartiges Zusammenspiel vieler und letztlich geht es um das Leben der Menschen. Das sind schwerstbehinderte Kinder aus einem Waisenhaus. Und ich denke, da ist es wirklich wunderbar, dass die hier gut aufgenommen werden, gut versorgt werden und tatsächlich hier in gute Hände kommen. Unglaublich, das Rote Kreuz, das Ehrenamt hat uns ja in dieser Pandemie schon so oft geholfen und jetzt wieder. Ich kann nur Frau Gelskurt sagen, das wäre alles nicht möglich ohne diesen großen Einsatz, diese große Hilfsbereitschaft, eigentlich gelebte Nächstenliebe. Ja, beeindruckende, bewegende und auch bedrückende Bilder. Michael Stemmler, du bist Vorsitzender des Bezirksausschusses Bereitschaften in Schwaben und auch Bereitschaftsleiter in Pfronten, selbst auch eben öfter im Einsatz, tagsüber, am Wochenende und auch nachts. Du warst bei diesem Einsatz mit dabei. Wie ist es dir ergangen? Was hast du für Eindrücke mitgebracht? Ja, vielen Dank. Das war ein sehr bewegender Augenblick, sehr bewegende Eindrücke. Dieser ganze Einsatz hat sich für uns in einer knappen Woche dargestellt. Zuerst hat es geheißen, wir sollen die Kinder in Polen abholen. Da wurden natürlich Fahrzeuge benötigt. Dann wurde von der polnischen Regierung befunden, sie werden geflogen. Und so kam es eben zu diesen zwei Militärmaschinen, die uns die Kinder brachten. Und wir durften sie am Flughafen in Memmingen in Empfang nehmen und per Einzeltransport und Pflegekraft in das Dominikus-Ringeisenwerk bringen, in die Unterkunft, wo sie eine dauerhafte Bleibe haben. Ganz schwierig war die Situation natürlich hinter dem Gedanken des Wissens, dass die Unterkunft, wo sie herkamen, ihr Zuhause, nicht mehr existent war. Die wurde quasi kurz darauf, nachdem sie dort herausgeholt wurden, zerbombt und war nicht mehr existent. Das war das Bedrückende an diesem Tag. Sie haben jetzt aber eine gute Bleibe gefunden und wir werden sehen, ob noch eventuell weitere Kinder folgen. Momentan ist es, wie der Dr. Lohner schon gesagt hat, sehr ruhig. Es passiert momentan nicht wirklich viel, aber das war ein bewegender Moment. Das glaube ich dir. Danke für deine Eindrücke. Ihr seid ja von den Bereitschaften, aber auch von den anderen Gemeinschaften. Ich weiß, dass auch die Wasserwacht, das Jugendruckkreuz, die Bergwacht und auch die Wohlfahrts- und Sozialarbeit mit im Einsatz ist. Die Bereitschaften tragen sicherlich einen Hauptteil an Einsatzkräften seit Anfang März mit im Einsatz. Kannst du was dazu sagen, wie viele Einsätze oder aus welchen Gemeinschaften Helferinnen und Helfer eingesetzt waren oder wo Schwerpunkte waren? Also ein solcher Einsatz bedarf es immer an allen Helfern und Helferinnen. Da arbeiten wir streng mit allen zusammen. Den Löwenanteil werden natürlich die Bereitschaften hier beim Errichten und Einrichten der Notunterkünfte betreiben. Bayernweit sind es aktuell 153 Notunterkünfte, die betrieben werden. In Schwaben sind aktuell noch 10 im Betrieb, jedenfalls so vorbereitet, dass jederzeit eine Belegung stattfinden könnte. Und es sind hier alle Hände gefordert, um diese Notunterkünfte in Betrieb zu nehmen und unsere Gäste natürlich dann hier auch in Empfang zu nehmen. Das ist ja sicherlich auch für die Helferinnen und Helfer ein Stück weit dann auch erzeugt Betroffenheit und belastet auch. Welche Herausforderungen gibt es denn auch darüber hinaus noch zu bewältigen, wenn hier
unbekannte Menschen in fremdes Land kommen, von euch in Empfang genommen werden. Wie seid ihr denn da gefordert? Wie geht man vielleicht auch mit einem sprachlichen Problem um? Wie kommuniziert man miteinander? Die Sprachbarriere ist in der Tat eine große Hürde für uns. Es wurden vorher schon die modernen Medien angesprochen. Die Übersetzungsprogramme mit dem Handy waren da wirklich unsere Rettung. Es sprechen ein paar der Vertriebenen Englisch, da kann man sich gut verständigen, aber trotzdem, es wird mit Händen und Füßen kommuniziert. Wir haben Piktogramme entworfen, Bildsprache, man kommuniziert auf allen Ebenen und man verständigt sich, das funktioniert. Das ist schön, da wird man kreativ, ja. Nehme ich mal an, ja. Und versucht irgendwie den anderen zu verstehen und das einzuordnen. Ja, ihr seid in Schwaben aktiv, aber auch darüber hinaus. Die Helferinnen und Helfer, die Rotkreuzlerinnen und Rotkreuzler aus ganz Schwaben werden ja auch immer wieder angefragt oder aufgefordert, auch in den internationalen Einsatz zu gehen. Da kommt ja das IKRK, gibt ja, wie es Herr Dr. Richard vorhin erläutert hat, den Bedarf auch weiter an die nationalen Rotkreuz-Rothalbmund-Gesellschaften und diese wiederum an ihre entsprechenden Untergliederungen, also eben DRK an BRK und so weiter. Und auch bei uns in Schwaben kamen dann fast täglich Bedarfsanfragen auch für internationale Einsätze an. Wie läuft denn die Helfergewinnung für den internationalen Bedarf? Ja, das ist auch wieder sehr schwierig und aufgrund der komplexen Situation, dass wirklich alle Organisationsstellen von oben bis unten Bescheid wissen müssen, etwas träge, etwas schwer nachvollziehbar. Jeder mag natürlich sofort helfen, wie wir vorher auch schon gehört haben. Das bringt allerdings nichts. Das ist keine zielgerichtete Hilfe. Das geht ins Leere und ist leider Gottes umsonst. Und so ist es eben enorm wichtig, dass die Helfergewinnung und die Anfragen von ganz oben, von unserem Generalsekretariat über die Landesgeschäftsstelle an die Bezirksverbände, an die Kreisverbände und so an jeden Helfer und an jede Helferin gelangen. Den gleichen Meldeweg eben wieder nach oben. Es werden Helferpools erschaffen, wo sich Helfer melden können, ihre Hilfe quasi anbieten können. Und das wird dann eben nach Bedarf des Fachdienstes, nach Bedarf der Fähigkeiten abgefragt und wiederum nach oben gespiegelt und so entsteht unser Einsatz. Welche Qualifikationen werden denn da insbesondere benötigt, damit man überhaupt international auch Hilfe leisten kann, damit man hier in Einsatz gehen kann? Die Bereitschaften sind ja unterteilt in Fachdienste. Das sind Profis, das sind Spezialisten auf ihrem Gebiet. Es gibt zum Beispiel Technik und Sicherheit, den Fachdienst Technik und Sicherheit, der eben für technische Ausstattung, für Aufbau und für Sicherheit zuständig ist. Und hier wird eben der Bedarf abgefragt und so kommen die Spezialisten zum Einsatz. Wie der Helferpool schon angesprochen wurde, bietet sich die Einsatzkraft an, bietet seine Hilfe nach seinen Fähigkeiten an und nach seiner Ausbildung und wird eben nach Bedarf abgefragt und so in Einsatz gebracht. Da ist wahrscheinlich Englisch als Sprache auch zwingend erforderlich, weil das wird vermutlich die Einsatzsprache dann generell sein, immer in jeweils Übersetzungen in die jeweiligen Richtungen dann. Kannst du was dazu sagen, wie viele Personen denn schon im internationalen Einsatz waren, jetzt direkt von den Rotkreuzlerinnen und Rotkreuzlern aus Schwaben? Auch hier tue ich mir mit Zahlen sehr schwer, dadurch, dass der Einsatz so breit gestreut und breit gefächert ist. Ich weiß, dass bayernweit sehr viele Kameradinnen und Kameraden im Einsatz waren, derzeit noch sind. Da kann ich leider keine genauen Zahlen nennen. Was ich auf Schwaben natürlich runterbrechen kann, wissen wir, dass wir uns da beteiligen konnten mit einem LKW-Fahrer, der Logistiktransporte in der Ukraine vorgenommen hat. Und es wurden zwei Rettungswagenbesatzungen entsandt, A2 Einsatzkräften in Richtung Moldawien. Da allerdings wurde der Einsatz abgebrochen aufgrund eines erhöhten Sicherheitsrisikos. Und jede Einsatzkraft wird natürlich von uns ständig überwacht, gemonitort. Wir sind sehr besorgt um die Einsatzkräfte. Der Einsatz wurde hier abgebrochen, weil das Risiko einer Gefahr zu hoch war. Und wir mussten den Einsatz leider abbrechen und die Kollegen wurden zurückgerufen. Ich habe es vorhin schon kurz angesprochen und du auch. Es ist natürlich auch bei Einsatzkräften
natürlich bei den betroffenen Personen, aber auch bei Einsatzkräften eine hohe Belastung unter Umständen da. Man kommt in Krisenregionen oder man erlebt das persönliche Leid der ankommenden Geflüchteten mit, die ja teilweise von der Familie weg sind, wo vielleicht auch Ehepartner oder Angehörige noch in der Ukraine sind, im Krisengebiet. Wie geht man denn da als Rotkreuzler damit um? Welche Strukturen gibt es denn im Roten Kreuz, um auch diese Situation gut hinzubekommen, damit man aus dem Einsatz nicht dann später auch vielleicht eine Traumatisierung mitnehmen muss? Ja, das ist ein sehr gewichtiger Punkt. Und hier haben wir ebenfalls Fachleute und Spezialisten, unsere PSNV-Einsatzkräfte, die sowohl für die Betroffenen als auch für unsere Einsatzkräfte in dem Fall natürlich vermehrt unsere Einsatzkräfte zur Verfügung stehen und die sich um unser Seelenheil kümmern. Sollte eine traumatische Belastung dadurch entstehen, dürfen wir uns gerne Tag und Nacht, 24 Stunden rund um die Uhr, an unsere PSNV-Hotline wenden und werden dort natürlich zielgerichtet versorgt und die kümmern sich dann um uns. Ja, vielen Dank für diese Ausführungen. Das wird auch hoffentlich von den Rotkreuzlerinnen und Rotkreuzlern gut angenommen, denn das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich auch nach einem Einsatz damit auseinandersetzt. Und da gehört natürlich auch dazu, dass man auch, ich sage jetzt mal, ja, am Biertisch drüber spricht und einfach die Themen mal rauslässt. Genauso wichtig wie die professionelle Betreuung und diese Ansprechstellen, die du genannt hast. Danke, Michael, für deine Eindrücke, deine Ausführungen. Jetzt habe ich hier eine Frage von den Zuschauern. Also viele Fragen scheinen schon beantwortet zu sein. Eine Frage ist hier eingegangen, vielleicht an Herrn Dr. Richard. Vielleicht können Sie da was dazu sagen. Wie geht man denn mit möglichen Kommunikationsproblemen im Krisengebiet um, wenn zum Beispiel gar keine genaue Lokalisierung von Betroffenen möglich ist? In der Ukraine ist eigentlich das gesamte Handysystem noch relativ vernünftig. Dass Sie heute noch Bilder aus Mariupol bekommen können, spricht eigentlich dafür, dass das reguläre System noch intakt ist. Aber wir haben als Rotes Kreuz auch Situationen, wo das nicht intakt ist. Und da haben wir redundante Systeme bis hin zum guten alten Kurzwellensystem, mit dem wir dann fahren können und auch führen und steuern können. Danke, Angelika, du hast dazu. Ja, ich würde einfach gerne noch ergänzen. Zu dieser Situation war ja nicht vorherzusehen, ob alle Handygeräte in der Zukunft noch funktionieren. Bereits am 10. März haben wir unsere Kräfte, die wir als erste auch und über lange Zeit jetzt entsandt haben in die Ukraine, mit Satellitenfunkgeräten ausgestattet. Das war uns sehr wichtig, dass wir nicht erstens nicht nur gut erreichbar sind, sondern dass wir auch die Gewissheit haben, immer Kontakt zu haben. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir alles tun, unsere Kräfte gut auszustatten und es auch gewährleistet ist. Ja, danke schön für den Beitrag. Ja, wie gesagt, Zuschauerfragen sind momentan keine da. Dann gehe ich davon aus, dass alles auch gut erläutert und beantwortet werden konnte. Eine Frage hätte ich jetzt noch an Sie, Herr Dr. Richard. Wie werden denn diese Hilfseinsätze finanziert? Hat das IKRK da einen großen Geldtopf dafür oder wie geht das, dass immer Material da ist, das beschafft werden kann, dass diese ganzen Kosten getragen werden können? Und da geht es um viel Geld. Immer im Vergleich zu wem? Nimmt man es zu UN, ist es wenig Geld. Nimmt man es innerhalb der Rotkreuzbewegung, mag es viel Geld sein. Das IKRK hatte in der Jahresplanung, in seinem Hilfsersuchen, seinem Appeal, ging von 2,4 Milliarden Schweizer Franken allerdings aus. Das musste jetzt aufgestockt werden, ich glaube momentan so um 500 Millionen wegen der Ukraine, denn die Reihenfolge wäre eigentlich eine andere gewesen. Es war Syrien an oberster Stelle weiterhin, dann Afghanistan, das ja wieder Thema wird, auch wenn es bei uns vergessen wird, dann Südsudan und Jemen als weitere Brennpunkte und so geht das weiter. Dann kam erst die Ukraine, aber jetzt mit diesem Konflikt ist die Ukraine natürlich in die erste Reihe geraten. Wo kommt das Geld her? Das war die Frage.
Das kommt zum größten Teil von den Signatarstaaten der Genfer Abkommen. Die Signatarstaaten der Genfer Abkommen haben ja das IKRK mandatiert. Also müssen sie den wesentlichen Teil, so argumentieren wir, dann auch tragen. Es ist nicht immer ganz abgedeckt, diese Appeals. Darum ist es wichtig, dass auch Spenden, beispielsweise über das DRK, auch in diese Operation des IKRK mit reingehen. Und vielleicht noch ein Wort zu den Operationen. Es fokussiert sich auch jetzt in dieser Diskussion das Ganze so, als wäre der Hilfseinsatz, man bringt Hilfsgüter von A nach B, setzt die dort ab. Das ist es ja nicht. Wir haben ja ein ganz anderes Mandat auch. Das IKRK hat im Vorfeld von Konflikten schon die Kliniken vermehrt ausgestattet, um auf Kriegschirurgie vorzubereiten. Das ist ein übliches Prozedere. Dann ist wichtig, Zugang zu den Kriegsgefangenen auf beiden Seiten zu bekommen. Im letzten Jahr wurden 28.000 Detainees vom IKRK besucht. Das ist auch Kernmandat. Die Zusammenarbeit der Suchdienste ist wichtig. Und je länger ein Konflikt dauert, umso mehr verschwinden Leute, die dann als Kriegsopfer gesucht werden. Wir arbeiten auch als DRK noch eng mit Russland zusammen, was Suchdienst betrifft. Wir sind neutral und wir arbeiten hier ganz regulär. Und das Gleiche muss auch das IKRK tun. Und dann immer wieder versuchen, jetzt auch verschiedene Korridore anzubieten, zu unterstützen. Aber auf keinen Fall Partei nehmen und auf keinen Fall selektiv vorgehen und auf keinen Fall bei erzwungenen Hilfen mitwirken. Da ist es ja einfach wichtig, dass, wie Sie es gesagt haben, das IKRK ständig und immer auch mit den Staaten im Kontakt ist, dass Strukturen aufgebaut sind, dass dann diese Hilfe im Ernstfall auch gelebt werden kann und möglich ist. Nur so kann die Hilfe gewährleistet werden. Und das Ganze passiert ja auch weltweit und ständig. Und wie Sie auch erwähnt haben, manche Konflikte vergessen wir, werden in den Medien nicht mehr so präsent dargestellt. Das Rote Kreuz ist aber überall auf der Welt im Einsatz und nimmt seinen Auftrag und sein Mandat wahr. Ja, an dieser Stelle sind wir jetzt eine gute Dreiviertelstunde in dieser Runde in verschiedenen Themen unterwegs gewesen und konnten hoffentlich ein paar Eindrücke aus Schwaben, aber auch aus dem internationalen Geschehen hier an die Zuschauer vermitteln. Die Themen sind ja vielfältig und es gibt sicherlich noch viele, viele Fakten, die man erläutern könnte. Jeder einzelne dieser Teilnehmerinnen und Teilnehmer könnte wahrscheinlich noch eine halbe Stunde oder länger darüber referieren und Dinge erzählen, die sicherlich interessant sind zum Einsatzgeschehen und auch zum internationalen Mandat. Alles können wir hier nicht behandeln. Wenn Sie Interesse haben zu tiefergehenden Informationen, nutzen Sie auch das, was auf den Internetseiten des DRK, des IKRK auch steht. Da gibt es ganz, ganz viele Informationen zum humanitären Völkerrecht, zu den Genfer Abkommen, zu den Grundsätzen des Roten Kreuzes. Und wir haben auch im YouTube in den Informationen, in den Erläuterungen zu diesem YouTube-Film dann einen Link mit drin, der führt direkt auf eine E-Learning-Zusammenstellung des BZBE. Rotkreuzlerinnen und Rotkreuzler kennen das Bayerische Zentrum für besondere Einsatzlagen. Hier gibt es eine sehr gute Zusammenfassung zu den Genfer Abkommen, zu dem Roten Kreuz als Schutzzeichen, Kennzeichen, zu den Abläufen und auch, was ist notwendig, was passiert, wenn man als Helferin, als Helfer in den Einsatz geht, ganz hervorragend zusammengestellt. Bei Interesse bitte einfach auf den Link gehen und das nutzen. Ja, das Schlusswort aus der Teilnehmerrunde darf ich jetzt an Angelika Schorer geben, die ja heute in erster Linie hier ist als Vorsitzende des BRK Bezirksverbandes Schwaben. Angelika, bitte. Ja, ich sage jetzt einfach auch ein herzliches Dankeschön an die Mitdiskutanten und dass Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer,
hier auch einen Einblick bekommen haben, nicht nur über den Einsatz, sondern über die großartige Arbeit, die im Schwäbischen Roten Kreuz nicht nur passiert, sondern insgesamt im Bayerischen Roten Kreuz. Und wir haben heute nicht nur gehört, sondern in vielfältiger Weise auch noch einmal die Bedeutung gesehen, wie wichtig die Ausbildung unserer Kräfte ist, wie wichtig es ist, dass alle Gemeinschaften hier im Einsatz nicht nur sind, sondern von allen Gemeinschaften die Bereitschaft auch da ist, dass wir zu jeder Zeit dann auch einsatzbereit sind. Wir sehen es in Schwaben schon beim ersten Einsatz. Schon am 10. März waren die ersten Kräfte bereit, nicht nur gut ausgebildet, sondern auch in der Zusammenarbeit. Ich habe es gerade eben noch einmal von Ihnen gehört, Herr Richard. Es ist wichtig, dass man hier eine Koordination hat. Und ich glaube, das müssen wir als Bedeutung wieder herausheben. Die Koordination, jetzt nehme ich auch das Logistikzentrum, das wir in Polen hatten, um die Hilfe nach dem Maß der Not dann auch leisten zu können. Und es ist wichtig, dass man diesen Austausch dann vor Ort hat mit dem ukrainischen Roten Kreuz, damit wir diese Hilfe gezielt leisten können. Die Spontanhelfer sind alle auch sehr schön, aber das muss koordiniert werden, sonst kommt die Hilfe nicht an. Ob das mit Hilfsgütern ist, ob das medizinische Hilfeleistung ist, die Verletzten dann auch hier zu unterstützen, dass man im ukrainischen Roten Kreuz das dann auch machen kann. Aber auch, dass wir 24 Stunden, 7 Tage nicht nur ein Krisenzentrum eingerichtet haben und ein Lagezentrum, sondern der Austausch mit unseren Kräften dann auch gewährleistet ist. Und mir ist das auch persönlich nicht nur wichtig gewesen, sondern allen Verantwortlichen im Bayerischen Roten Kreuz, im DRK und insgesamt, dass das da ist. Auch die psychologische Betreuung. Wir sehen, dass das notwendig war. Wir haben Kräfte, die sind 6 Wochen hier schon im Einsatz gewesen aus Bayern. Und da muss der psychologische Austausch sein. Und wir müssen auch jede Stunde, jede Minute wissen, dass wir hier einen Kontakt haben. Und es gibt nicht nur Sicherheit für uns, sondern Sicherheit für die Angehörigen und natürlich auch für die Einsatzkräfte. Aber das heißt nicht, dass wir nur auf den Blick hier auf die Ukraine nehmen, sondern auch auf Bayern, auf Deutschland. Und jetzt nehme ich noch einmal die Zugbegleitungen. Im Vorfeld die Ausbildung war nicht nur wichtig, sondern wie geht man dann in dieser Situation damit um? Das wurde, und das macht mich auch mit Stolz, von Bayern aus mitkoordiniert und sind nach wie vor noch Kräfte im Einsatz. Aber es heißt auch, und da denke ich, insgesamt wurden politisch gut schnelle Entscheidungen getroffen, dass wir den Katastrophenfall weiterführen konnten, dass die Kräfte dann im Einsatz im Inland sind mit unseren 50 Einrichtungen, die Flüchtlingseinrichtungen, die wir dann betreut haben. Ich denke, das war einfach auch eine Hilfestellung für uns, wenn ich zu Michael Stemmler dann auch schaue, damit man Kräfte dann auch schnell mobilisieren konnte und hier auch eine Sicherheit hatte und eine Gewährleistung, dass das dann in dem Maße auch ist. Aber ich sage auch ein Dankeschön und das, glaube ich, geben dann auch viele Zuschauerinnen und Zuschauer weiter, dass wir auch Spenden bekommen haben, Spenden, die wir natürlich auch für das Bayerische Rote Kreuz in dem Sinne brauchen. Katastrophenfall, Krise, Ukraine, Krieg insgesamt, das fordert uns auch im Inland, in Bayern. Wir wollen Hilfestellung geben für die Menschen, die zu uns kommen, die wir gerne jetzt aufnehmen. Und der Herr Regierungspräsident Lohner hat es angesprochen, in den Schulen, in den Kindergärten. Aber wir müssen vor Ort auch eine Hilfestellung geben. Und das wollen wir in unseren Kreisverbänden, das heißt mit psychologischer Betreuung, mit Kleingruppen, wo wir hier sind und natürlich auch, wir haben Projekte aufgesetzt für die Kindergärten. Wir haben 300 Kindergärten in Bayern, die hier dann eine besondere Hilfestellung dann auch für diese Kinder in der Zukunft geben wollen. Und da sind wir auf dem Weg und da sind wir nicht nur mit dem Hauptamt, sondern insbesondere mit dem Ehrenamt auf dem Weg. Und ich denke, das ist das Wichtige, dass wir hier insgesamt zusammenarbeiten. Und jetzt schaue ich noch einmal zum Herrn Dr. Lohner rüber, weil ich ihn stellvertretend für alle Regierungspräsidenten, für die Verantwortlichen nehme, die in den Landkreisen sind, die in den Städten sind. Es war wichtig, dass wir unsere Führungsgruppen Katastrophenschutz nicht nur haben, sondern dieser Austausch auch da ist und vor allem, dass er schon geübt ist, dass die Menschen sich kennen in diesen Führungsgruppen Katastrophenschutz, das Bayerische Rote Kreuz mit ihren Fachleuten mit drin ist. Darum kann das von einem Tag auf den anderen dann auch gut funktionieren.
Und so müssen wir nicht nur weitermachen, sondern das wäre das Notwendige für die Zukunft, Sicherheit für unsere Ehrenamtlichen und für die Hauptamtlichen zu geben, dass wir auf dem Weg weitermachen. Und da ist man nicht bange, dass nicht nur nach dem Masternot geholfen wird, sondern dass das gelebte Nächstenliebe ist und das auch vom Roten Kreuz ganz in besonderem Maße dann auch gelebt wird. Danke. Ja, jetzt zum Ende unseres ersten Online-Talks hier aus Schwaben sage ich ganz, ganz herzlichen Dank an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Sie haben sich die Zeit genommen, hier in die Bildungsstätte nach Schwabmünchen zu kommen, damit wir diese Veranstaltung durchführen können, damit wir die auch aufzeichnen durften und die auch später zur Verfügung noch steht. Das waren jetzt sicherlich interessante und auch wertvolle Informationen. Danke auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BRK Bildungsstätte und des Bezirksverbandes Schwaben, die natürlich die Organisation hier mit übernommen haben. Und danke auch an die Technik, ohne die wäre ja so ein Livestream überhaupt nicht möglich. Der Online-Talk, wie gesagt, ist auch abrufbar über den YouTube-Kanal des Bayerischen Roten Kreuzes. Teilen Sie es und geben Sie es gerne weiter. Bleiben Sie gesund und bleiben oder werden Sie Teil der einmaligen Organisation Rotes Kreuz. Danke allen, die helfen nach dem Masternot weltweit im Zeichen der Menschlichkeit.